Ja, ich bin heute in die Autobahnmeisterei nach Charlottenburg gekommen. Das Interesse war sehr, sehr groß. Aber es gibt natürlich auch viele Fragen, die sich auf den einzelnen Standort beziehen. Wie geht es hier vor Ort weiter? Wie sieht das in der Meisterei aus? Und diese Fragen wurden heute gestellt. Ich habe mich da sehr über dieses Interesse gefreut. Der Termin war gut. Die Kollegen sind aufgeschlossen, sie sind interessiert. Sie sind natürlich aber nur noch unsicher. Das ist ein Prozess. Wir wechseln von einem sehr sicheren öffentlichen Arbeitgeber in eine GmbH, die auch sicher ist, die leistungsfähig ist und die auch Perspektiven bietet. Was passiert jetzt? Wo ist der neue Übergang, der neue Arbeitsort? Was ist die Tätigkeit? Wir haben uns die Mühe gemacht, weil das Unterrichtungsschreiben nicht für jeden ganz leicht zu verstehen ist. Ich musste auch sehr, sehr gründlich selber mir das anschauen, dass wir eine Fibel im Grunde genommen erstellt haben, in dem dieses Unterrichtungsschreiben, so wie die Kollegen das bekommen, auch nochmal abgebildet ist und jeder einzelne Absatz erklärt ist. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Fragt uns, wir kommen her, wir machen persönliche Gespräche, wir erklären euch die Situation. 1.500 Euro bekommen die Beschäftigten, die zum 01.01.2021 oder vorher zu uns kommen, wenn sie das Unterrichtungsschreiben bekommen haben, wenn sie sich zum Übergang zur Autobahn bereit erklärt haben. Wenn wir dann die Namen derer kennen, die ab 2021 zu uns kommen, dann bekommen sie Ende des Jahres von uns ein Formular zugesandt, in dem sie sich bereit erklären, das Tarifwerk der Autobahn anzuerkennen. Das schicken Sie an uns zurück und dann werden Sie mit Ihrem ersten Gehalt, bei den allermeisten wird das dann im Januar 2021 sein, die 1.500 Euro überwiesen bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in wenigen Wochen bekommen Sie das Unterrichtungsschreiben. Das bedeutet, Ihr Übergang zur Autobahn steht kurz bevor. Alles, was in diesem Unterrichtungsschreiben drinsteht, steht hier deutlich erklärt in unserer Broschüre. Fordern Sie sie jetzt an, rufen Sie sie ab und lesen Sie sich alles durch. Ich hoffe, wir können damit alle Fragen beantworten. Und die Fragen, die dann noch offen bleiben, beantworten Ihnen die Mitarbeiter in der Hotline. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie.